Guatemala, das bedeutendste und landschaftlich schönste Land Zentralamerikas. Guatemala, 6,7 Millionen Einwohner, regiert von der Armee. Die meisten Einwohner Guatemalas sind indianische Kleinbauern. Sie leben hier, im gebirgigen Hochland auf engstem Raum, zwischen 1000 und 3000 Meter über Meer. Wenige Großgrundbesitzer beherrschen das fruchtbare Flachland. Dass alles so bleibt, dafür sorgt die Armee. Doch das Paradies Guatemala ist heute in Gefahr. Seit dem Umsturz in Nicaragua und den blutigen Wirren in El Salvador wird auch der Alltag Guatemalas immer mehr von politischer Gewalt geprägt. Der Funke der Revolution hat übergegriffen und im Land beginnt es zu gären. Trotz oder vielleicht gerade wegen der stärksten Armee Zentralamerikas. Hauptstadt Guatemala City. Mit über 800.000 Einwohnern das wirtschaftliche und politische Zentrum des Landes. Für Millionen von Touristen der erste Eindruck Guatemalas. Und für den Tourismus wird immer noch kräftig geworben. Hier vor dem futuristischen Nationaltheater mit weißen Schönheiten in Indiotrachten. Jedes Dorf hat seine eigene Tracht. Die schönste aber stammt aus Nebach, einem Indiodorf im Hochland. Mit dieser Tracht wurde vor 5 Jahren Miss Guatemala zur Miss Welt erkoren. Die Tracht von Nebach ziert seither Poster und Prospekte. Von einer Reise nach Nebach wird heute aber abgeraten, denn dort bekämpfen sich Armee und Guerilleros. Dort hat die große Abrechnung bereits begonnen. Ich wollte aber nach Nebach und so begab ich mich zunächst einmal zum Busbahnhof der Stadt. Der Busbahnhof ist gleichsam ein Nervenzentrum. Indios von nah und fern strömen hier zusammen. Busse sind das wichtigste Transportmittel Guatemalas. Wenn jemand über Nebach Bescheid wusste, so war das sicher hier. Disculpe, señor, ¿cuántas horas es con bus de aquí a Nebach? Son 9 horas de camino, 4 a Quiché y 5 de Quiché a Nebach. Hay que transbordar. Cambiar buses. ¿Y cómo es a Nebach? ¿Usted conoce? Es bien alegre. Creo que el camino es bastante malo. ¿Podemos ir a Nebach? No. ¿Por qué no? Es que como los ejércitos ya lo tienen el pueblo bien controlado, no lo dejan entrar. So fuhr der Bus zunächst ohne uns ab. Ich beschloss, vorerst das Land näher kennenzulernen und dann später nach Nebach zu reisen. In Guatemala City kann man vom Land allerdings nicht allzu viel erfahren. Es ist eine Stadt wie viele in Lateinamerika, mit einem modernen Geschäftszentrum als Aushängeschild und daneben Slums mit all ihren sozialen Gegensätzen. Das Ganze macht einen friedlichen Eindruck. Kathedrale, Regierungspalast, gut bewacht von Militärpolizisten, genauso wie die Bank der Armee, eine Besonderheit der Stadt.
Eine weitere Besonderheit, das Movimiento de Liberación Nacional, die Nationale Befreiungsbewegung MLN. Es ist die größte politische Partei, aber nicht Regierungspartei. Ihr erklärtes Ziel, das Land vom Kommunismus zu befreien. Parteigründer und Idol Castillo Armas, ein Mann, der 1954 zusammen mit der CIA eine gewählte Regierung stürzte, weil sie eine Landreform durchführen wollte. Vor dem Bild des Helden die neue Garde dieser echt faschistischen Partei, die sich heute erneut aufmacht, das Land von den Kommunisten zu befreien. Ich fragte sie nach der Lage in Quiché, der Provinz, in welcher das Indio-Dorf Nebach liegt. Bien, la situación en el Quiché está tipificada por una acción de pisa y corre, o sea, acción que entra desde la frontera de México, actúa en las áreas de Guatemala y regresa nuevamente a territorio mexicano, en donde encuentran asilo para su actividad. Pero las comunistas armadas no se combaten con ideas, ¿no? No. No, a los comunistas armados se les combate con las armas. Si ellos desatan una guerra abierta como la que desataron en Nicaragua, van a encontrar no solamente al ejército, sino a los grupos anticomunistas y a la cabeza del Movimiento de Liberación Nacional luchando contra ellos, con las armas en la mano. Bewaffnete Leibwächter sitzen bereits im Vorzimmer. Insgesamt soll die MLN über 50.000 Mann verfügen. Ein paar Straßen weiter dieses unscheinbare Gebäude. Es ist der Sitz einer Gewerkschaftszentrale und damit in den Augen der Rechtsextremen höchst verdächtig. Was es heißt, in Guatemala Gewerkschafter zu sein, erzählen uns diese Leute. Señora López, ¿por qué han matado su esposo? Por haber aceptado el cargo de ser secretario general del sindicato de Coca-Cola. ¿Y cómo lo han matado? Ese a él lo amenazaron, lo amenazaban por teléfono, por cartas. ¿Quién? El ESA. También lo amenazó en una lista que salió en la prensa, donde salieron bastantes amenazados y entre ellos está el nombre de mi esposo. ¿Y cómo fue la noticia de su muerte para usted? Fue terrible. Tenía 4 meses de embarazo y se me murió la criatura. A los 15 días de haberse muerto él. ¿Cómo han encontrado sus compañeros los últimos dos? El primero se llamaba Arnulfo Gómez, Segura. Este trabajador apareció muerto en Iztapa. Había sido torturado, le habían quitado la lengua, se habían dejado dentro de la bolsa de la camisa, le habían quitado los labios con hojas de afeitar, chilete, y le habían cortado todo y le habían golpeado el estómago y otras torturas más que le habían hecho, ¿verdad? Él apareció con un tiro aquí en la mejilla y otro más en la cabeza. Lo dejaron destrozado, pues, ¿no? Y él apareció allá. El otro apareció en Chiquimulía. Ellos fueron a tirar el cuerpo, también torturado. A él le quitaron todos los dedos, igual que los pies, ¿verdad? Y también había sido duramente golpeado y enseguida lo asesinaron. Wenige Tage später wurde dieses Büro von einem rechtsextremen Kommando überfallen und 27 Gewerkschafter entführt. Ob diese Leute heute noch leben, ist mehr als fraglich. Hier im Villenquartier der Stadt wird über solche Vorfälle diskret geschwiegen. Trotzdem interessierte es mich, das Guatemala der Großgrundbesitzer und Wirtschaftsmagnaten kennenzulernen. Juan Megli, ein Millionär schweizerischer Abstammung, anerbot sich, das zu übernehmen. Doch dazu, so fand er, mussten wir hinausreisen aufs Land. An einem Samstagmorgen holte er mich deshalb im Hotel mit seinem Auto ab. Erste Reise, Hans im Glück. Die Europäer glauben, dass Guatemala ein genau
dasselbe ist als die anderen vier Länder von Zentralamerika, was nicht der Fall ist. Und deswegen sind wir so interessiert, der europäischen Presse, der Television und der ganzen Welt, unser Land zu zeigen in der ganzen Realität, mit unseren Problemen und auch mit unseren Fortschritten. Ankunft auf dem Flugplatz. Das Auto von Juan Megli ist übrigens kugelsicher gepanzert. Es kann Tränengaspatronen abschießen, hat schaumgummigefüllte Pneus. Die Scheiben sind aus Panzerglas. Juan Megli will uns zu einer Plantage oder Finca, wie man hier sagt, führen. Er besitzt deren drei. Zwei für Baumwolle und Zucker, eine für Rinder. Daneben betreibt er ein riesiges Importgeschäft von Landwirtschaftsmaschinen und so weiter. Auf die Fincas reist Juan Megli per Privatflugzeug, denn diese liegen mehrere hundert Kilometer auseinander. Die Reise mit Juan Megli führt uns von Guatemala City an den Lago da Isabal, an dessen Ufer die Finca sich befindet. Tief unter uns liegt das Hochland, das von indianischen Kleinbauern besiedelt wird. Den Indios fehlt es heute an fruchtbarem Land. Sie leben am Rande des Existenzminimums. Nach etwa einer Flugstunde liegen Juan Meglis Finca und der See vor uns, am Fuße der Sierra de las Minas, wo vor 19 Jahren eine kommunistische Guerilla begann, die aber seither ausgerottet wurde. Wie viel Land haben Sie hier? Wir haben hier 1974 angefangen zu kaufen. Wir haben über 5000 Hektar. Und wie war das früher und wie ist es heute? Früher war so nomadenmäßig, waren so kleine Pflanzungen von Mais, die aber natürlich nichts ertragen. 90% des Landes war unbearbeitet, basisch Dschungel, so, wie heißt das? Dschungelwald. So, jetzt fängt es jetzt an, rentabel zu werden. Wir haben hier 10.000 Stück Vieh jetzt, das Sie nachher sehen werden. Die Arbeiter auf Juan Meglis Finca verdienen übrigens wie überall in Guatemala etwas über 5 Franken pro Tag. Davon wird ihnen noch Pachtzins abgezogen für Land, auf welchem sie Mais oder Bohnen für ihre Ernährung anpflanzen. Vor einer Landreform fürchtet sich Juan Megli aber nicht. Wir haben genug Land in Guatemala und wir haben Leute, die wissen, dass man produktives Land bloß entwickeln kann. Man darf es nicht verteilen. Wenn man aber die Statistik ansieht, haben 2%, glaube ich, 60% des Landes. Das ist dieselbe Statistik wie in den Staaten. In den Staaten ist 3% der Bevölkerung besitzt 80% von den einzelnen Staaten. Das ist genau dieselbe. Aber nicht 80% der Bevölkerung lebt auf dem Land. Die Bevölkerung von uns, die muss sich
erstmal müssen sie zur Schule gehen und dann nachher müssen sie sich technifizieren. Und das machen wir hier. Wir haben jetzt eine Schule. Diese Schule führt uns Juan Mägli höchst persönlich vor. Und die Kinder ermahnte er. Wir als Landwirte müssen uns auch für die Erziehung der Kinder fast gewaltigerweise kümmern, denn unsere Indianerbevölkerung ist gewöhnt, ihre Kinder zur Arbeit zu schicken und nie auszubilden. Wir müssen dazu sorgen, fast in einer väterlichen Weise sie zu zwingen, zur Schule zu gehen. Insgesamt haben wir jetzt bis zu 10.000 Stück Vieh, das wir vor 6 Jahren mit 200 Stück angefangen haben und das vermehrt haben. Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie im Verhältnis zu den armen Bauern im Hochland etwas zu viel Land besitzen? Wir glauben an die Freiwirtschaft und den Privatbesitz. Und im Moment, wenn man sagt, was zu viel ist, dann ist es schon zu spät. Dann hört keiner, arbeitet man nicht mehr. Wir sind verantwortlich. Wir sind nicht subventioniert, wie ich verstehe, dass in Europa es viel sind, dass jede Kuh dann noch was bezahlt bekommt, um eine Kuh zu haben. Wir müssen die Bevölkerung, das Land und die Regierung hier unterhalten. Wir müssen 60.000 Arbeitsplätze im Jahr schaffen, um unsere Bevölkerung eine Zukunft zu bieten. Aber wie glauben Sie denn, müssen die dringenden Probleme des Landes gelöst werden? Das dringende Problem des Landes ist mehr Produktivität. Und Produktivität zeigen wir hier, indem wir 3 bis 4 Stück Kühe pro Hektar haben, was überdurchschnittlich ist. Und bloß durch eine Produktivität, genau wie in der Schweiz mit ihren Fabriken, kommt man voran. Ich glaube, keiner kann Ihnen fragen, ob die Ziebergeige zu groß ist oder zu klein ist oder ob die zerstückelt werden sollte unter Ihren Arbeitern. 4 Kühe pro Hektar, eine große Produktivität gewiss. Nur von Menschen spricht Juan Mägli nicht. Dabei beschäftigt Viehwirtschaft bedeutend weniger Arbeitskräfte als Ackerbau, trägt also nicht allzu sehr dazu bei, neue Arbeitsplätze zu schaffen und damit das Beschäftigungsproblem des Landes zu lösen. Nun, eigentlich wollte ich Juan Mägli hier verlassen. Allein die politische Realität Guatemalas führte uns erneut zusammen. Am nächsten Morgen. Alberto Habille, einer der reichsten Männer Guatemalas, ist von marxistischen Guerillas ermordet worden. Seine Leiche wird auf einem von ihm gestifteten Feuerwehrauto zum Friedhof gefahren. Die High Society Guatemalas gibt ihm das letzte Geleit. Und auch die Helikopter des Aeroclubs fehlen nicht beim Trauerzug. Den Mord hat eine Splittergruppe der Kommunistischen Partei auf dem Gewissen. Eine von mehreren Guerillagruppen, die in Guatemala operiert. Habille wurde vor seinem Büro mit Seriefeuer niedergeschossen. Die weiße Elite des indianischen Landes ist geschockt. Die Witwe kann niemand trösten. Die Violenz ist von den Links gegen uns, wo wir nicht Politiker sind. Und was jetzt eben gerade geschehen ist,
mein guter Freund, unser guter Freund ermordet ist, wirklich ein Zeichen, dass die sehr, sehr wenig Zukunft haben, dass sie einen Privatmann einen ermorden. Was sollte man Ihrer Ansicht nach gegen diese Guerilla tun? Sie nach Kuba und nach Russland verschiffen, wo das da ja so schön sein sollte. Sehen Sie mal, eine Guerilla ist wie ein Krebs. Wenn seit 18 Jahren unser Land für die ein Motiv hätte, hätten die uns schon längst getötet. Aber was wir machen müssen, ist zum Doktor gehen und das Krebsgeschwür rausnehmen. Derselbe Friedhof etwas später. Die Chocolatera wird erwartet. Das weiße Auto trägt diesen Namen, weil die Leichen drinnen schon so braun wie Schokolade sind. Mehrere Tage sind sie rumgelegen zur Identifikation, doch niemand kennt sie. XXX schreibt der Friedhofbeamte in sein Buch und die XX füllen ganze Seiten. Jeden Wochentag werden zwischen 3 und 5 solcher Leichen hier beerdigt, die meisten gefoltert, entstellt, ermordet. Man vermutet, dass hinter den meisten Morden die Regierung steht, also Polizei, Armee oder rechtsextreme Geheimkommandos. Die Morde werden nie aufgeklärt. Soweit aus guatemaltekischen Zeitungen ersichtlich, wurden in der ersten Drehwoche 26 Menschen ermordet. Davon vermutlich 7 von der Guerilla, 19 von der Regierung. Die Guerilla ist wie ein Krebs und die Regierung und damit die Armee, der Doktor, hatte Juan Megli gesagt. Also lag es auf der Hand, den Doktor kennenzulernen. Major Dominguez anerbot sich, mir die Aktivitäten der Armee zu zeigen. Und auch er nahm mich sofort mit auf eine Reise. Diesmal per Helikopter. Zweite Reise, die gute Armee. Mayor Dominguez, ¿qué quiere mostrar a nosotros en este viaje? Bueno, ocurre de que normalmente en los países fuera de Guatemala, especialmente en Europa, hay una mala información respecto al ejército. Yo quiero hoy mostrarles a ustedes la parte no conocida de nuestra actividad. Todo aquello que ha hecho el ejército en bien de la población de Guatemala. Auch die zweite Reise führte uns übers Hochland, diesmal aber genau nach Norden, hinab in die unendlichen Dschungelgebiete. Über den höchsten Gipfeln, die immerhin 3000 bis 4000 Meter hoch sind, müssen wir uns den Weg durch die Wolken suchen. Dann taucht unten die Baustelle des Staudamms von Chixoy auf, wo mit Schweizer Beteiligung ein Wasserkraftwerk entsteht. Nach dem Hochland beginnt der Dschungel. Ort der Holzhaufen heißt Guatemala in der Sprache der Maya-Indianer. Wenn man den unendlichen Urwald überfliegt, wird einem klar, weshalb. Der erste Halt unseres Helikopters gilt aber nicht den Entwicklungsprojekten der Armee, sondern einem Rohstoff, der die Attraktivität dieser Urwälder noch erhöht, nämlich dem Erdöl. In der Nähe von Mexiko gelegen, werden auch hier große Vorräte vermutet und die Förderung hat bereits begonnen. Sí, este es el pozo número 4 que se está explotando aquí en Rubén Salto y que se supone que en este momento está produciendo una cantidad como de 2.400, 2.600 barriles diarios. En el fondo
el esfuerzo que se está haciendo aquí con las compañías que operan en el área de Alta Verapaz persigue finalmente el despegue económico de Guatemala, la liberación en cuanto a la importación de energéticos, que combinado con la campaña de la producción de hidroeléctricas, persigue, como lo dije, el despegue económico de Guatemala y la liberación. Insgesamt werden heute erst etwa 8000 Fass pro Tag gefördert. Die Pipeline zum Atlantischen Ozean ist jedoch für bedeutend größere Quantitäten ausgelegt. Die Ölzukunft steht noch bevor. Unser nächstes Reiseziel, die Franja Transversal del Norte, eine von der Armee gebaute Straße quer durch den Dschungel. Sie verbindet diese unwegsamen Dschungelgebiete mit dem Atlantikhafen Puerto Barrios. Ähnlich wie bei der Transamazonica Brasiliens werden dadurch diese Gebiete zur landwirtschaftlichen Nutzung attraktiv. Das wissen auch die Militärs und die Reichen des Landes, die sich hier bereits entsprechend eindeckten. Daneben gibt es allerdings auch einige Kooperativen für arme Indios. Überall wird jetzt in diesem Gebiet der Urwald fleißig gerodet. Die Kooperativen waren einst von katholischen Priestern für arme Indios gegründet worden, um sie auch teilhaben zu lassen an neuen Ländereien. Jetzt sind die Kooperativen, hier diejenige von Ishkan, von der Armee übernommen worden. Und nur Leute, die den Offizieren passen, bekommen Land. Prácticamente es la reforma agraria que se está haciendo, trayendo gente del altiplano, reubicando a la gente. Se trae gente del altiplano aquí ya organizadas en cooperativa. Aquí todas las comunidades están organizadas en cooperativa. ¿Cuántas familias en total van a recibir tierras en la transversal del norte? Mayor. Yo conozco más o menos que son, van a ser favorecidas de 30.000 a 40.000 familias en la transversal del norte. Se dice siempre que hay muchas militares que reciben tierras. ¿Cuántos hay? Bueno, eso es muy relativo, porque en primer lugar en Guatemala el servicio militar es obligatorio. Y casi cualquier hombre que haya cumplido 18 años de edad está comprometido a prestar servicio militar. Es seguro que muchos de ellos que han prestado servicio militar y que han recibido nuevas enseñanzas agrícolas sean cooperativistas ahora. Pero no es que sean militares. Fueron militares, fueron soldados en el servicio obligatorio. Nun, von hier aus hätten wir eigentlich weiterfliegen sollen nach Nebach. Doch plötzlich merkte ich, dass der Kurs gar nicht stimmte. Statt nach Nebach führte uns Major Dominguez in die Rekrutenschule der Armee. Hier durften wir jene Indios bewundern, die keine Ausrede gefunden oder kein Geld bezahlt hatten, um die Dienstpflicht zu vermeiden und hier nun während 30 Monaten die Schule der Nation kennenlernten, kommandiert von Karriereoffizieren. Major Dominguez hatte aber viele Fragen offen gelassen. Weshalb gab es denn in einem so aufstrebenden Land überhaupt eine Guerilla? Si no estuviera Cuba en América, no habría guerrilla posiblemente en Centroamérica. Y si no hubiera alguien que quiere el deseo de dominar el mundo, no habría subversión ni violencia tampoco en Guatemala. Juan Megri nos dijo que la guerrilla comunista es como un cáncer y el ejército es el doctor. ¿Qué hace el doctor contra este cáncer? Yo digo lo mismo. Yo digo que la guerrilla, comunista es una infección y nosotros conocemos la medicina. Lo único que pasa es que igual que las medicinas, la enfermedad va aprendiendo a soportar la medicina. Tenemos que crear nuevas formas de medicina. Por eso no solamente nos dedicamos al aspecto de actividades militares, sino también a otro tipo de entrenamiento para la tropa, para prepararlo mejor a la vida civil. ¿Por qué no podemos ir a Nebach? Ayer era un asunto de movimiento de helicópteros. Recuerde que nosotros solamente tenemos alrededor de 8 helicópteros Huey en servicio
dependemos de los repuestos que venden Estados Unidos. No nos venden repuestos. Tenemos que mantener a un bajo volumen el... ¿Pero podemos ir con caro? Yo creo que sí, es factible. In der zweiten Drehwoche wurden, gemäß Zeitungsmeldungen, 38 Menschen ermordet. Vermutlich 10 von der Guerilla, 28 von der Armee und ihren Helfershelfern. Jetzt fand ich es an der Zeit, die Indios und das Hochland näher kennenzulernen. In Chichicastenango bot sich uns ein farbenprächtiges Bild. Das waren sie also. Die Nachfahren der berühmten Mayas, Indios, tief verwurzelt in ihren Traditionen, erfüllt vom Glauben an den Gott der Konquistadoren, vermischt mit eigenen alten Mythen. Doch im bunten Gewühl des Marktes von Chichicastenango waren wir beileibe nicht die einzigen Besucher. Habe ich ihn da schon mal ausgegeben? Ah, der hat mir 50, ja. Ja? Ich beschloss deshalb, abseits der ausgetrampelten Touristenpfade, zusammen mit meinem Team noch tiefer ins Hochland vorzudringen. So gelangten wir in die Sierra de Chuacus. Hier lebt Francisco, ein indianischer Kleinbauer, wie so viele andere. In mühsamer Arbeit ist er eben daran, auf seinem steinigen Acker Mais anzusehen. Francisco, ¿qué quiere mostrar a nosotros? Sí, como le dije hace ratito, que estoy mostrando, que estoy trabajando al campo. Porque nosotros campesinos vivimos solo en el campo. Pero y la tierra de nosotros no alcanza para mantener a nuestros hijos. ¿Qué siembra aquí? Solo milpa y frijol. ¿Cuánto tiempo va a bastar? Solo para 5 meses. ¿Y el resto? El resto tiene que comprar al pueblo. ¿Y cómo compra? Para comprar tiene que conseguir dinero. Tiene que ir en la costa por la necesidad. Y cuando vengo, tengo que ir en el pueblo a comprar maíz. Y además, estoy muy lejos del pueblo. Como aproximadamente 4 horas de camino. Unsere Reise mit Francisco wird uns vom Hochland hinabführen an die Pazifikküste, wo die ertragsreichen Fincas der Reichen liegen. Dritte Reise: Tortilla und Frijoles. Ankunft in der Hütte von Francisco. Die Frau ist daran, das Mittagessen für die 5-köpfige Familie vorzubereiten. Maisfladen, Tortillas genannt. Despíguese.
Nosotros campesinos tenemos una vida infeliz, porque nosotros campesinos no igual como los ricos, porque los ricos comen todo lo que ellos quieren, pero nosotros pobres no, solo tortilla con sal comemos y frijol nada más. Realmente, y nosotros indígenas, todos están sufriendo. ¿Y qué quieren hacer contra esto? ¿Qué hacen contra esto? Lo que yo pienso es cambiar actitud para que nosotros indígenas, que sea una vida mejor. Was er damit meint, will uns Francisco zeigen. Irgendwo im Hochland strömen Bauern aus allen Himmelsrichtungen zusammen, zu einer geheimen Versammlung des Komitees der Einheit der Bauern, abgekürzt KUK genannt. Angeführt von Kadern aus der Stadt beginnen sich die armen Bauern zu organisieren. Die Bewegung ist aber hauptsächlich indianisch. Gesprochen werden Indiosprachen wie Quiché oder Achi. Wir verstehen kein Wort. Aufmerksamer Zuhörer Francisco in Sonntagshemd und Sombrero. Die sprichwörtliche Apathie der Indios weicht langsam der erhobenen Faust. Nuestra lucha popular camina. Decididos a luchar. Decididos a vencer. Para triunfar. Hay que luchar. ¿Qué alternativa ofrece el Comité Unidad Campesino al campesino? El Comité de Unidad Campesina, la alternativa que presenta es el cambio de la estructura socioeconómica de nuestro país, pues, y llegar a una sociedad justa para el campesino, en donde él se le den todos los derechos que el campesino debe tener. Derecho a la vida en primer lugar, derecho a la alimentación, a una vivienda adecuada. ¿Y qué son los cambios de estructuras que necesita? Eso quiere decir cambiar en este momento, es decir, sacar a los ricos de Guatemala, a todos los cuerpos represivos que son los que tienen las tierras y todas las grandes riquezas de Guatemala. Y por eso nosotros estamos en esas grandes miserias, acabar con ellos para que sean los campesinos los que gobiernen mañana en esta Guatemala. ¿No es una lucha muy dura para cambiar estructuras en este país? Es tan dura que yo pienso que ustedes no se lo pueden imaginar. Precisamente una de las muestras que tenemos ahorita es este símbolo que nos ponemos nosotros en la cara, porque si después el ejército se llega a saber quién somos nosotros, no podremos seguir ya trabajando, tendremos que aparecer mañana como cadáveres. Ya ustedes han oído que aquí en Guatemala diario aparecen 12 hasta 14 cadáveres tirados en los barrancos, torturados y asesinados por el ejército. Esta organización se empezó a escuchar así. Pero esta organización no era suficiente. Eran muy pocos. Entonces cada uno de los compañeros se comprometió a ir a traer otro compañero más. Entonces ya se escuchaba así. Seguidamente, cada uno de ellos, dándose cuenta de la efectividad, cómo resolver sus problemas, siguieron con el camino que se habían trazado y se fijaron la meta de ir a traer otro compañero más. Entonces ya se empezó a oír así. Pero en eso ya se oía y el gobierno le dio miedo. A los ricos también. Entonces los empezaron a reprimir por medio del ejército. Pero este pueblo nos le dio miedo. Ellos siguieron luchando y en vez, por cada compañero que caía, iban a traer otro compañero y se oía así. Se oía así. Luego el gobierno se dio cuenta de que ya no era suficiente seguir matando a unos pocos. Entonces se vio en la necesidad de tener que masacrar pueblos. Pero estos pueblos tampoco se entregaron. Ellos fueron a jalar más gente y fueron creciendo hasta que se oye ahora así.
democrático. Estamos aquí en la finca de los ricos, los altos funcionarios. Y aquí siempre venimos a trabajar cada año. Porque nosotros, campesinos, pobres, nuestra tierra, poquito tenemos. No, la vida en nuestro hogar es muy difícil. ¿Cuántos meses tú trabajas aquí? Son 3 meses. Y después de estos 3 meses, ¿cuántos quetzales tú puedes tomar a tu casa? 25 a 30 quetzales. ¿Después los gastos? Sí, después de los gastos. ¿Y qué tiene que cambiar, en tu opinión? En mi opinión mía, por medio una lucha. Porque por medio de la lucha se ve un trabajo mejor. Pero no solo unos 2, 3, o sea, un pueblo, todos los campesinos. Francisco, si la lucha vencerá y estas fincas serían repartidas, ¿qué tú quieres? ¿Ser socio de una cooperativa, trabajar la finca junto o recibir tu propia tierra? Pues mire, yo quiero saber, yo pienso, es mejor repartir cada uno con su tierra, con su pedazo, ¿sí? In der dritten Woche der Dreharbeiten wurden 49 Menschen ermordet. Davon vermutlich 5 von der Guerilla, 44 von der Regierung. Vierte und letzte Reise. Der Weg nach Nebach. Erster Zwischenhalt Zacapulas. Hier waren vor kurzem mehrere als Guerilleros verkleidete Soldaten vorbeigekommen.
Sie hatten die Bauern aufgefordert, beim Sturm auf eine Finca im Süden mitzumachen. 16 Jugendliche waren begeistert mitgezogen. Was aus ihnen geworden ist, erzählt uns eine Frau. Día lunes amanecieron muertos tres de ellos. A uno lo fueron a tirar aquí en una tienda de esta aldea de aquí, ¿verdad? Ahorcado, estaba ahorcado. ¿Y los otros? Y otros dos lo fueron a tirar cerca de un río, camino a Parashtut. También estaban ahorcados los dos muchachos. Ahora los demás no se sabe. Nebach. An der Wand die Inschrift Viva Ejepe, es lebe die Guerilla. Mitten im Dorfzentrum bewaffnete Soldaten mit Kugelwesten, Sandsäcke. Daneben der Kirchenplatz, fast wie ausgestorben. Die Kirche ist wie die meisten dieser Gegend ohne Priester. Er ist geflohen. Jener der Nachbargemeinde Chachul blieb etwas länger. Er wurde kurz vor unserer Ankunft in Nebach erschossen. In Nebach, das spürten wir, gab es nur noch zwei Seiten, entweder Armee oder Guerilla, die sich zwar unsichtbar, aber unerbittlich gegenüberstanden. Wir beschlossen, vorerst die Armee aufzusuchen. Filmen durften wir sie nicht, doch mit Teleobjektiv und versteckt aus der Hand versuchten wir es trotzdem. Während wir mit dem Leutnant des Ortes marschierten, kam mir wieder in den Sinn, was mir Indios aus Nebach an einem geheimen Ort im Hochland über die Armee erzählt hatten. Con el ejército pues vivimos con ellos algo con pena, con miedo porque hay ellos pues siempre amenazan a nosotros, o sea que matan a nosotros. Y así como pasó unos paisanos pues que ellos estaban sembrando y llegaron ellos a matarlos y dijeron que ellos son los ejércitos de EGP y cuando ellos no son. Pero las mujeres que fueron a preguntar con los ejércitos, porque sus maridos estaban escondidos en los ejércitos. Hay unos maridos, hay otros sus hijos, estaban con los ejércitos. Y fueron las mujeres a preguntar, pero por ahí pusieron bravos. Y después lo mataron las mujeres. Solo las mujeres que querían dar sus comidas, porque no comía desde ayer, dijeron. Todo este sector de la esquina, uh-huh. Aquella esquina, ya es área del destacamento, ¿va? Entonces aquí es destacamento militar. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos prohibido que vengan a tomar fotos al destacamento. Sí. Ahora ustedes deben de tener cuidado en no salir muy lejos del monte, claro. Porque les pueden robar sus cámaras, ¿va? Der Major, der die Truppen dieser Region befehligt, empfängt uns vor dem Haus und erklärt, dass die Armee langsam, aber sicher das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinne. Unser Ziel war es nun, die Gegenseite, die Guerilla-Armee der Armen, wie sie sich selbst nennt, kennenzulernen. Markttag in Nebach. Hier sollten wir einen Kontaktmann treffen. Nur, wie war das möglich, wo alles im Dorf, selbst der Markt,
von der Armee überwacht wurde. Jeden Mittag kontrollierten zudem noch mit Maschinengewehren bewaffnete Helikopter das Gebiet. Doch uns gelang es trotzdem. Und so zogen wir eines Tages in die Berge um Nebach. Dann waren wir plötzlich da. Aber auch hier mussten wir fast alles mit versteckter Kamera filmen. Das waren sie also, die harten Guerilleros der EGP. Indios, bewaffnet mit israelischen Galil-Sturmgewehren, gestohlen von der Armee. Bueno, a partir del 1978, nosotros incrementamos ya las acciones armadas aquí en esta región. O sea que a ese tiempo pues empezó ya la represión más fuerte aquí en esta región. Pero en ese tiempo nosotros lo sorprendimos porque el ejército había creído o estaba haciendo creer que la guerrilla se había terminado. Ahora en todo ese tiempo nosotros nos dimos a una tarea de acumulación de fuerzas para poder salir y golpearlos ya con mayor fuerza. Con la organización del pueblo. Entonces empezamos el 21 de enero con la toma de Nebach, el 21 de enero de 1979. Entonces a partir de ahí empezamos ya las acciones continuadas. Ahora el 29 de mayo de ese mismo año, cuando la toma de San Miguel Uspantán, entonces ya el ejército ya vio realmente un peligro. Cosa que no lo había visto antes. Fue por ese motivo que empezaron la más grande ofensiva. En esa oportunidad trajo el ejército solo a los tres municipios, Nebach, Cotzal y Chajul, un aproximado de 5,000 soldados para buscarnos en la montaña. Entonces, en ese tiempo, en la montaña no pudieron hacernos nada. Entonces, en vista de que no pudieron golpear a la guerrilla, se trazaron otro tipo de... Der Guerillaführer erzählt uns noch lange und erzählt viel über Repression und wie mit nur 90 Guerilleros die ganze Region der Ischil-Indianer in Atem hält. Zum Abschied gibt mir den Rat aufzupassen, denn ein Zusammentreffen mit der EGP sei einem Todesurteil gleichzusetzen. Etwas beklommen schauen wir hinunter nach Nebach und verabschieden uns von der Guerilla-Armee der Armen. Wir konnten Nebach ungeschoren verlassen, aber so mancher Indio ist nicht in dieser glücklichen Lage. Zermalmt zwischen Armee und Guerillas bleibt als Endstation nur der Friedhof. Ein Indio wird beigesetzt, nach den Riten der Ischil-Indianer. Viele weitere werden folgen, denn die große Abrechnung in Guatemala hat eben erst begonnen. In den 4 Wochen der Dreharbeiten
wurden 156 Menschen ermordet. Davon haben vermutlich die Guerilleros 26 auf dem Gewissen, die Regierung und ihre Helfershelfer 130. Und das sind nur die Toten, die in der Zeitung standen. 4 ganz normale Wochen in Guatemala.